Und weiter. Toll, oder? Re. WB. Er hat Was gerade denn? eine Aufnahmepause von circa einer halben Sekunde. Ach Quatsch, das war länger. Das waren bestimmt zwei sogar. Ich lasse meinen Stoff einfach mal stumpf durchlaufen. Oder Och willst du Gott, jetzt habe ich weitermachen? umgeschmissen, das Mob. Oh, ich zählt das Artefakt. Nein. Ich hab schon sechs. Wie viel? Sechs und ich hab drei. Ein bisschen spät. Ja, weil du schlecht bist. Ja, Tatsache. Ich brauche noch Artefakte, alles andere habe ich. Alles andere hast du, das ist so schön. Und ich glaube, sie haben, eben habe ich es ja probiert, ich glaube, sie haben es rausgepatcht, dass du nicht mehr, während du springst, chargen kannst, ne? Falls sie das wirklich gemacht haben, wäre ich echt sauer, weil das mochte ich immer. Ein Meinert. grunziges. Es wäre genauso wie wenn es das wegpatchen, dass du im Flug oder im Fall blinzeln kannst als Mage. Naja, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen was anderes. Das ist schon mal Gefahr mehr so Trollerei-mäßig. Du springst, warte. Ne, kein Pfad verfügbar. Das war aber auch nur eine kurze Zeit drin. Also das ging früher nicht und dann hatten wir irgendeinen Patch gehabt, wo das ging. Und das war mal richtig lustig, aber jetzt geht's wohl nicht mehr. Oh, ich habe wieder einen schwarzen Beutel bekommen. Jetzt habe ich schon fast volle Taschen. Ja, ich hasse dich auch. Ja, ein Platz fehlt mir noch. Ja, dann kriegst du von der Quest so einen Beutel von. Ja, nice. Ja, auch mal Artefakte wegzuloopen. Ich habe sogar keine, schon Dann. alle. Achso. Brauchst du Also, noch eins, dann fertig. nehmen wir das hier hinten drin. Nein, wir sind fertig. Zu spät, jetzt habe ich das überhaupt angecharged. Wahrscheinlich. Kann ich die Minenarbeiter noch befreien, obwohl wir schon fertig sind? Autsch! Los, Gerax LP. Jupp, kann ich. So, raus hier. Jetzt aber raus hier, Meinst du, jetzt man aber kann ein raus. Pet Wurstbrötchen oder ist das wohl zu lang? Keine Ahnung. Was, Wurstbrötchen? Wurstbrötchen, Dann ist ja. doch lieber Bratwurst. Oder Schinken war was, Käse war was. Ja. Klopapier mit Kakao. Ich hoffe, niemand versteht diese Anspielung. Hä, ist das aus dieser neuen OCTV-Folge da oder was? Hä, Klopapier mit der. Erklär's mir. Ja, die dicke Frau meinte, als sie nichts mehr zu essen hatte, hat sie einmal ein Glas Kakao genommen und Klopapier. Und hat das Klopapier aufgegessen, weil sie Hunger hatte. Ja, ist klar. Mit Kakao als Beilage halt. Das haben die überhaupt nicht gesagt, dass sie das sagen soll. Also, das hat sie Nein, bestimmt nein. selber Sie war, gesagt. das hat, ja, ganz sicher haben sie das gemacht. Weil sie weiß, dass die Frau auch kein Drehbuch oder sowas gibt, ne? Ach Das ist Quatsch, alles Quatsch. Das ist alles rein echt. natürlich. Das ist alles echt und nicht gefaked und nicht gestellt. Nee, nee, und du kriegst auch keine 300, 400 Euro dafür, wenn du damit machst. Ja, weil das ja auch so viel ist. Also, keine Ahnung. Hier, die neue Sat1-Serie da, schwer verliebt, weißt du? Kennst du die? Gott, nein, nur vom Namen her. Ich habe es noch nicht einmal gesehen, bin Da geht es bettelnd. irgendwie um dicke Leute, die sich verlieben und das eine, die eine Frau da auch gleich am Anfang. Also, ich weiß nicht, warum man so blöd ist, so einen Vertrag zu unterschreiben. Deshalb weiß ich auch immer nicht, wie weit man damit gehen kann, die Leute in Schutz zu nehmen. Ja, aber der wollte ja auch gesagt, mach das und das, mach das und das. Und sie wollte es halt nicht, aber ne, einmal Vertrag unterschrieben, hast Pech gehabt, würde ich sagen. Muss ich hier an Frauentausch und diese Asi-WoW-Folge denken, wo der Typ danach RTL 2 verklagt hat. Ja, erzähl doch mal. Ja, das gab ja diese komische Folge, vielleicht kennt irgendwer, wo es halt bei Frauentausch war mit dieser komischen Familie, die alle am WoW zocken waren. Und dann hat der Typ sich da irgendwie halt so verarscht am Ende gefühlt, weil die halt alles gestellt hatten, dass der in der RTL verklagt hat, Die aber haben der ist halt halt nicht auch, durch, Vertrag halt extrem dicht ist. die haben halt währenddessen auch die Wohnung sozusagen also dreckig gemacht, damit es so aussieht, als ob die im Abfall leben würden oder sonst was. Oder sowas, also. Naja. RTL. Ja. Aber also die anderen Sender ziehen auch sehr gut nach. Sat1 mit schwer verliebt und so. Das ist einfach. Es ist einfach leider Tatsache. so, dass das heute die meistgeguckten Sendungen sind. Du guckst es ja auch gerne. Ich jetzt nicht so, aber ich kann es verstehen, wenn man es gerne guckt, ja, ich meine. Ist ja im Endeffekt auch lustig. Also ich find's nicht so lustig, weil ich mir immer gegen den Kopf schlage, aber. Ja, ich doch auch, aber das ist ja das Lustige daran. Aber ich finde hier, wenn wir jetzt mal, das geht ein bisschen weg, aber die Castingshows da, DSDS und so, ne, das ist ja auch, kannst du ja auch nicht eigentlich Ja, aber jetzt, wo sie hier mit Voice of Germany Ja, anfangen, ist genau noch das was wollte ich ganz sagen. anderes. Ja, Voice of Ja. Germany finde ich auch echt geil. Nur, ich find's schade, weil. Kennst du das Konzept? Ja, oder? Natürlich. Also, es ist halt so, das Konzept wird ja im Finale wieder aufgegeben, ne? Also, da dürfen ja dann doch wieder die Zuschauer entscheiden, was ich ein bisschen schade finde. So Weil, machen das wirklich irgendwie nur wirklich die Jury entscheidet. Dann wäre das auch irgendwie ein Grund, dass sie nicht einfach nur Geld machen wollen, weil dieses ganze Anrufen ist ja quasi nur, um Geld zu machen. ja, allerdings ist es halt auch so, wenn du so eine Show, dass ich der Show das halt gönne, dass die Geld kriegt, weißt du? Deshalb bin ich auch so zwiegespalten, weil,
Ich finde das Konzept halt recht gut, muss ich sagen. Gegensatz zu DSDS oder Supertalent ist eh der Hammer, ne? Da ist doch jeder zweite so ein Vollpfosten, den sie nur einstellen, damit er sich blamiert. Aber das fand ich auch mal lustig. Das kann ich mir auch noch angucken. Musst du mal Ja, lachen. aber das ist aber auch irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es teilweise, Zwar also. einen raus, der, die suchen sich einen raus, der gut ist, einen, der schlecht ist und einen, der sich so richtig blamiert. Keine Ahnung. Ich finde es in Ordnung, wenn die Leute, also wenn die Leute, die sich da so blamieren, das selber wissen, dass sie es machen und wissen, ja, da bekomme ich Geld für und in Ordnung. Was ich nicht in Ordnung fände, ist, wenn sie Leute verarscht würden, die wirklich einfach zu blöd sind, um zu checken, dass sie also sich einfach nur lächerlich machen. Aber gut. Ja. Ich weiß auch nicht, also. Deshalb, das ist halt immer dieser Zwiespalt, weißt du? Entweder sind die Leute, einmal kannst du sagen, die Leute sind schon extrem dumm, dass sie da mitmachen. Selber schuld sozusagen, aber andererseits ist es halt trotzdem asozial, ne? Jetzt hör auf, die Mobs zu dir zu pullen. Ja, sag das mal im Bogen. Ich kann doch nichts hören, wenn mein Bogen die Mobs angreift. Hast du gerade daneben? Ach, nee, du wolltest das Graben schießen. Ja, meine Steinform hier. Oh, geiler Bug. Ich bin nicht mehr. Ach, jetzt. Wolltest du halt sagen, ich bin nicht mehr schwarz? Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Schon. Wobei es eher ein dunkelblau ist und kein schwarz. Und dieser Kommentar war richtig unnütz. Die Schwarzen sterben immer zuerst in amerikanischen Filmen. Der Schwarze meistens. Nicht die Nicht in Schwarzen. allen. Aber in den meisten. Ist bei Ratten eigentlich auch ein Schwarzer gestorben? Als erstes. Ich Sein. erinnere mich nicht an diesen Film. Der war lustig. Ich hatte ihn erfolgreich verdrängt. Bis gerade. Danke. Ja, tut mir wahnsinnig leid. Also, falls ich einen verdammt schlechten. Kann man das Horrorfilm nennen? Also Ich mit Ratten, die. falls ihr einen verdammt schlechten, annähernden Horrorfilm sehen wollt, dann guckt euch Ratten an. Oder wenn ihr was richtig Interessantes sehen wollt, dann müsst ihr von 4 bis 10 Uhr oder so Super RTL gucken, glaube ich. Da läuft so ein Kaminfeuer immer wieder in der Dauerschleife. So, wir sind Level 10, das heißt, wir können jetzt skillen. Haha! Nick, hätte doch den lieben Neulingen, was skillen ist. Bei Skilling kann man sich aus drei verschiedenen Talentbäumen einen aussuchen erstmal. Und dann kannst du sagen, hier, ich möchte gerne Tanky spielen. Oder halt DD, dass ich zwei Bäume zur Verfügung habe. Aber ich werde Tank spielen. Haut den meisten Schaden raus und hält es am meisten aus. Dank, Cutter. Ich werde, wie ich immer beim Level mache, auf Tierherrschaft skillen. Das ich denke schon. Und auf High-End spiele ich dann wieder auf Treffsicherheit, weil zum Leveln Tierschutz einfach besser ist. Und auf High-End ist Treffsicherheit am besten. Und Hast du irgendwer, gesagt? wenn was anderes sagt, der kann nicht mal. Was hast du gesagt? Tierschutz ist am besten. Tierherrschaft. Achso, ich wollte gerade sagen. Ja, Ja, Tierschutz, ja, ich sag was ich. anderes, weil Tierherrschaft ist nämlich für mich immer noch der Number One Skill am Ende. Jetzt nicht vom Ja, Schaden es her, aber macht. einfach weil er geil ist. Und das wird sich auch nie ändern, egal wie sie ihn patchen. Und Leveln finde ich sowieso, kannst du, da kann man sich eigentlich. Ich weiß nicht, also. Oh, Schildschlag, warte mal. Ich glaube, der macht mehr Schaden als der, warte mal. 59 macht der andere, ich hab mich aufgepasst. Weiß ich dann nicht. Ja, ich glaube, der Still. macht mehr. Deine gelben Zahlen sehe ich nicht. Ja, ich nehme einfach Schildschlag, weil ich ein Schild hab und es kann. Schlag, Execute, Schildschlag. Okay. Warum machst du die Gräber kaputt? Das ist unnütz. Weil ich gerade dadurch Leben bekommen habe, auch wenn es mir nichts bringt, aber ich mach's einfach, weil ich Lust drauf hatte, keine Ahnung. Ach man, blödes Mob. Stirb. So, irgendwas Neues lernen. Oh, Was? ja. Meine ganzen Tier-Skills. Ich sollte echt mal zum Lehrer gehen, irgendwie. Ja, wenn wir einen treffen. Später. Geh einfach hier auf Karte, auf Dings, dass du es anzeigen lassen kannst. Was es früher auch noch nicht gab. Früher habe ich die Lehrer manchmal ewig gesucht, weißt du? Also so, wo ich das erste Mal gespielt habe. Mein erster Char auf Level 60 von 1 auf 60. Wundervoll. Aber das war so lustig. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Könnte sein, dass ich es mir jetzt vielleicht schon mal erzählt habe, aber erzähl ich es eben nochmal. Da habe ich auch von, wenn ich zwischen zwei Flugrouten hin und her wollte, habe ich das nicht gemacht, weil es mir zu teuer war. Ja. Heutzutage ist das ein Witz, aber früher. Ja, mein erster Char war ein Paladin.
Und das war ein bitterer Fehler. Ja, das ist echt ein bitterer Fehler. Meiner war Hunter, das war perfekt. Und dass wir damals mit ein paar Kumpels gezockt haben und die mir empfohlen haben, weil wir ihn nicht hatten, ein paar, den die Fuchs nehmen, weil das war immer so eine ewig andauernde Skype-Konferenz über 2 Wochen und dann waren irgendwie alle am Zocken und dann war ich der Parler. Ja, ja. Das Lustige am Parler war, dass ich mit einem Freund, ich sag mal, so ein, man könnte es Wettbewerb nennen können, wer zuerst auf 60 ist, hätte ich fast gesagt auf 85, ja, auf 85. Und er hatte einfach so den Nachteil als Paladin gegen Hunter, abgesehen davon, dass er ein bisschen weniger war als ich, aber jetzt auch nicht viel weniger. Also irgendwie, er war auf 18, als ich angefangen habe, und auf, also als er auf 21 war, war ich auf 24 oder so. Und ich hatte dann mal probiert, im Grater von Ungoro, der war ja früher auch noch anders designt, habe ich probiert, Elementare zu killen. Also das ist eigentlich klischee-mäßig, aber mit dem Parler Elementare zu killen, das hat einfach, für ein Elementar habe ich 3 Minuten gedauert, und danach habe ich 3 Minuten gebraucht, und danach musste ich erstmal trinken und essen. Und also, falls ich aus Versehen ein zweites Elementar gepult habe, war ich tot. Also da hatte ich dann keine Chance mehr, musste ich wegrennen. Also das war echt schrecklich. Heute ist es ja ein bisschen... Alle stehen an Bossen und drücken alle 20 Sekunden eine Taste. Oh ja, ja. Ganz früher in den Raids, also da hatten Paladin, die ganz normalen Paladin-Buffs, die hatten 5 Minuten Abklingzeit. Das heißt, bei so einem 40er-Raid, wenn du einen Paladin dabei hast, und jetzt überlegen wir mal 5 Minuten, also da kannst du nur durchbuffen. Ja, hab ich. Da kannst du nur durchbuffen und das war's. Du warst die ganze Zeit nur am Buffen als Paladin, ja, so Supporter-mäßig. Ja. Also als Buff-Paladin oder so. Und dann hast du irgendwie durchgebufft und dann, wenn du mit dem letzten fertig warst, durftest du beim ersten schon wieder anfangen. Ja. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Aber im Endeffekt war es doch in etwa so. Bam. 110, ich mag Schildschlag. Ich glaube, dafür mache ich den gleich mal raus, den Stoß. Jetzt habe ich vorhin von Zwie gekriegt, ich dachte, die Einschüchterung. Renn. Mit eurem Tier sein Ziel einzuschüchtern. Nee, hat mich der Name nicht draufgebracht. Langsam, du bist. Und halt Leute im Skyborn, die ich nicht kenne. Das macht mir Angst. Und weiter, wen Sturz? Niemanden, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ich bleibe jetzt extra hier stehen, damit ich chargen kann. Ja. Nein, ja, ist klar. Ja, renn einfach weiter. Du läufst dann 2 und 2 Meter später spawnt dann noch hinter dir und mich greift es dann an. Klar. Jetzt hier, wenn ich grüne Sachen kriege, ne? Ha. Ja, früher waren grüne Sachen auch so ein Ding, da hast du richtig gefeiert, dass du ein Teil hattest. Ich war ja heute noch, wenn ich so ein Teil habe am Anfang, aber ich weiß, was du meinst. Dann bist du zum Steinbruch, Nick. Ah, oh. Hä? Ich bin noch richtig, oder nicht? Ja. Ah ja, okay. So, keine Ahnung, sollte ich gelaufen. Oh, oh, ich hab was richtig Gutes für Krieger. Und für dich auch, Quellwasser. Wunderbar. Ja, wieso läufst du nicht weiter? Bist du auf Follow? Wenn wir am Steinbruch sind, dann machen wir mal den nächsten Schnitt und danach wartest du bitte, bevor du wieder Instant aufnimmst. Warum? Das sag ich dir dann. Nein, nein, das sagst du jetzt allen. Nein, ganz sicher nicht. Langweilig. Ich sag's euch dann später. Aber nur, wenn das Video wirklich ein paar Likes hat und das andere Leute gucken. Also unsere ersten Folgen. Und das wird eh nicht so sein, also hast du Glück gehabt, oder? Ich weiß sowieso nicht, warum wir das eigentlich machen, weil das sowieso keine Arsch gucken wird. Einfach just for fun? Also ich hab Bock dran am Leveln gerade. Doch auch, aber naja. Für die Nachwelt gucke ich mir in 10 Jahren an und sag dann, naja, damit habe ich meine Zeit damals verschwendet. Hä, wo willst du denn hin? Und scheiße, ne? Zum Steinbruch immer noch. Wieso? Da gibt's sogar keine Quest. Vertrauen, Junge, ich kenne dieses Gebiet sowas von auswendig. Weil du da hinfliegen kannst dann nach oben oder was? Sache. Ja, ich aber nicht, weil ich Hordler. Ich bin eigentlich nur Hordler, ich bin nur wegen dir. Ich bitte dich zu schneiden, und zwar jetzt. Nein, jetzt.